Ach, geht schon los. Ja gut. Eine kleine Story vorab. Ich wollte mir eigentlich eine Cola holen in Goslar. Ich bin eingestiegen, habe schon meine Fahrkarte gekauft und alles. Ich wollte mir eigentlich eine Cola holen. Dann stecke ich so 1,50 Euro rein und habe ich Cola gedrückt, war nicht mehr im Sortiment. Dann habe ich auf Fanta gedrückt, nee, auf Sprite gedrückt, war nicht mehr im Sortiment. Und Metzimix war auch nicht mehr im Sortiment. Dann habe ich halt auf Flutgeld gedrückt, ne? Ja. Das war jetzt noch von. 1,50 Euro so klein wie es geht, ey, das ist so geil. Lach ich? So tell me what you love with. So, Freunde, es ist Freitag, der 2. Dezember 2016. Es ist 15.32 Uhr, wir sind auf dem Weg nach Hannover zum nächsten Heimspiel gegen Heidenheim heute. Das hier wird der nächste Stadion-Vlog. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann viel Spaß und ich hoffe, das Pre-Intro hat euch gefallen. Ja, wie ihr gehört habt, Nikolas war in Goslar, ich bin in Ringelheim zugestiegen, weil er dann von der Arbeit kam und deswegen konnten wir leider heute nicht zusammen in den Zug steigen, aber ich denke, wir werden es überleben. Wir melden uns dann später nochmal wieder. Und dann schöne Grüße gehen raus an Paddy Schulze. Nikolas, was willst du dir jetzt? Zeigst du bitte nochmal in die Kamera? Guck doch dieses dicke Apfel an! Ja, der sieht voll günstig aus. So, beißt rein, auf jeden Fall das zusammen. So, bitte schön. Ich hätte gern einen so einen Apfel, so einen geilen. So einen geilen hier. Ja, den da. Den? Nein, den da. Ja, okay, jetzt ist mir egal, ist deiner. Okay. Dankeschön. You are still in my mind. The truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking of what to make of me and my memory. Sometimes I've been thinking of dreaming of what it could have been besides memories. 'Cause I still need you. Oh!
Sind wir zu Hause? Guck mal, ich kann zaubern. Nein, also, Party zum Spiel. 3-2 Sieg.
Er hat 3-1 getippt, ich hatte 2-1 getippt, also von daher liegt er näher dran. Torschützen, zweimal Basé oder einmal Harnik, das weiß man noch nicht. Und Niklas Füllkrug, ich möchte ja nichts sagen. Danke dafür. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, öfter. Viele Sachen kommen auch mit ihm. Ja, dann haut da rein, bis zum nächsten Mal und... Haut rein.